Hi und hallo und herzlich willkommen bei Die Neuen von damals, präsentiert von Das Weltauto. Gibt es Menschen, die sich nicht in diese Klubschaugen verlieben? Selten war ein Auto so sympathisch wie das VW New Beetle Cabrio. Die runden Formen wecken gern den Mutterinstinkt. Das Retro-Design macht ihn vom ersten Moment an zur Stilikone. Dabei erinnert er nur von außen an den legendären Käfer und den Summer of 69. Unter dem Blech ist der New Beetle ein biederer Golf 4. Das hat aber eigentlich nur Vorteile. Die Technik ist langlebig, die Rostvorsorge gut und die Sicherheit ist auch heute noch annehmbar. ESP und 4 Airbags waren damals schon Serie. Das Fahrverhalten ist auf der sehr bequemen Seite. Zum Rasen verleitet es definitiv nicht. Trotzdem sollte man lieber zu einem der stärkeren Benziner oder gleich zu den drehmomentstarken Dieseln greifen. Beide sind im Markt häufig vertreten. Für ein gepflegtes New Beetle Cabrio mit weniger als 100.000 Kilometern, und das ist halt immer so die Grenze, sollte man schon rund 9.000 Euro in die Hand nehmen. Die Chance, es zu bereuen, gering bis unwahrscheinlich.